So, das Bild war doch ganz interessant, was der junge Mann in der Hand hatte. Wir sagen Nein zu den Waffenlieferungen in die Ukraine. Man schafft keinen Frieden mit Waffen. Wir fordern die Regierungen aller Länder auf, sich stark zu machen für Friedensverhandlungen und nicht nur von Krieg zu reden. Genauso sagen wir Stopp zu den Sanktionen gegen Russland. Diese Sanktionen schaden nur unserer eigenen Bevölkerung. Das spiegelt sich in den drastisch steigenden Preisen, ob es Lebensmittel sind, Sprit, Energiekosten. Menschen im Niedriglohnsektor wissen nicht mehr, wie sie das alles bezahlen sollen. Sie haben Existenzängste. Wir fordern unsere Politik endlich auf, Politik für ihre eigene Bevölkerung zu machen, wozu sie auch gewählt wurden. Wir bezahlen denen ihre Gehälter. Wir sagen Schluss zu diesem Zirkus aus Berlin. Diese Regierung vertritt schon lange nicht mehr die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung. Daher fordern wir den sofortigen Rücktritt der Bundesregierung. Olaf Scholz ist nicht unser Kanzler! Ja, natürlich kommen hier auch sehr oft die gleichen Sprüche rüber, aber es ist ja eigentlich wurscht. Es geht ja nur darum, dass man die Bewohner hier so kurze Infos gibt zum Ansticheln, würde ich mal so sagen, zum Nachdenken. Yeah.